Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Enz am Gebirge mit dem Leo. Hi, na? Mit dem Dirk. Hier ist er. Mit dem Jörens. Moin. Mit dem Mac Mopsy. Hi, na? Und dem Nikolas. Hallo. So, haben wir wieder ein paar neue dabei, ne? Hi, na? Wow, wer ist jetzt alle? Wer ist jetzt eigentlich? Der Leo ist zurück vom Urlaub, das ist schon mal schön. Der Dirk hat auch Zeit gefunden, das ist auch schön. Der Jörens, ja, der haben wir schon mal gehabt. Der Mopsy auch. Und der Nikolas läuft. Nichts Besonderes mehr. Nichts Besonderes. Ist Standard. Okay. Achso, ich hab gedacht, ich... Okay. Ich mache Rundumleuchte an, da siehst du mich. Okay. Ja, ich sehe dich. Ich habe immer noch keine Maus. Das heißt, meine Funktionsfähigkeiten im Menü sind leicht eingeschränkt. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich habe gesehen, beziehungsweise haben wir letzte Woche noch angefangen anzusehen, ne? Ist das richtig? Ja. Wie viele Leute sind denn da jetzt dabei und wie viele Leute können wir denn da noch zuteilen? Also das Ding ist... Feld 11 ist jetzt komplett fertig angesät. Ja. Wir hatten ja die kleine Umfrage. Ja. Mopsy darf die Kommentare, darf das Ergebnis präsentieren. Also, gewonnen haben die Rüben und Kartoffeln mit 25 und der Forst hat leider nur 16 Stimmen gekriegt. Das ist ja schade. Ich hätte gerne den Das heißt... Aber ich habe bei dieser Umfrage nicht mitgemacht. Aber du warst ja aber nicht da, Leo. Und meine Stimme zählt für 10. Aber eine Sache muss ich dazu sagen, es wurde sich viel in den Kommentaren gewünscht, dass wir das Holmer DLC reinnehmen. Dazu muss ich sagen, werden wir nicht tun. Nee. Weil viele einfach die DLCs nicht haben und wenn sie denn hier mitspielen möchten, dann können sie das nicht machen. Nee. Aber da gibt's auch eine Alternative zu, also das ist nicht das Problem. Aber hören wir erstmal den Leo an. Leo, was nee, willst du denn? Nix, Kartoffeln sind toll. Mal Kartoffeln. Du musst diesmal drankommen bei den Kartoffeln, weißt du, ne? Nee. Doch. Ich hab das nicht vergessen, Leo. Du kommst diesmal dran. Ich glaube, du kannst die Zeit ein bisschen runterdrehen. Ich hänge. Werner, deswegen würde ich vorschlagen, dass wir auf der 10 Rüben anpflanzen. Der 10? Auf der 10. Ja. Und dann uns das kleine, die kleinen Grimmelbrete holen für Rüben. Die haben ja die genauso große Arbeitsbreite wie die großen. Dirk? Ja? Willst du bitte weiterfahren? Du versperrst leicht die Straße. Ja, da kann ich nichts für. Ich hab das Gedöns stand hier schon rum. Da kann ich auch nichts für. Also auf jeden Fall pflanze ich jetzt auf der 10 Rüben an. Ist das gedüngt, das Feld 10? Ja, ist es. Okay. Hast du das letztes Mal gemacht? Ja, ich weiß es nicht mehr. Wir müssen uns doch ganz dringend um die Kühe kümmern. Da ist gar nichts mehr, ne? Kann ich von das ist mir richtig. Aus machen? Bitte, mach das irgendwer mal, weil da ist nichts mehr drin. Wenn du Silage brauchst, dann kommst du mit dem Hänger hoch und dann füllen wir dich gleich auf. Wir haben genug. Ja. Silage braucht auf jeden Fall. Ich geh mal Gras mähen, hab ich mal so überlegt. Weil der irgendwo sollte ein Schlüter rumstehen, glaube ich. Genau. Bist du als Admin eingeloggt, Leo? Ja, aber wie gesagt, ich habe keine Maus. Also ich bin nicht... Admin-Tätigkeiten fähig. Sehen wir, wie viel Geld wir haben. Jede Menge. Okay. Jede Menge, ja klar. Wir wären ja auch fleißig gewesen, ne? Sind immer noch fleißig. Ich glaube, ich habe die Einfahrt verpasst. Eieieiei. Warte mal, lass mal gucken. Was macht der Dirk? Der Dirk macht Agosta, Raps. Lass mal gucken. Was haben wir denn auf der 11 jetzt angesät? Da hatten wir, glaube ich, Weizen. Weizen. Hier kann sich auch eine Rübenlegemaschine... Ja, ich wollte auch gerade sagen, damit das schneller fertig ist. Was machen wir auf die 12 drauf? Oder er pflanzt auf der 12 hier... Wir könnten auf der 12 noch... Mais. Noch... Nee, das lohnt nicht. Das lohnt nicht. Auf der 12? Bleib doch erstmal bei einer Sorte. Ja, eben. Weil du musst für beide dann die Geräte kaufen, was genau. Absolut... Lass mal auf der 12 das gleiche ansehen, wie auf der 10 ist. Weil dann können wir zwei, drei Gerätschaften kaufen, gleiche, und dann können wir das auch gleichzeitig abernten. Weil jetzt auf einmal so viel Geld auszugeben, ist auch kacke. Sofern wir auch irgendwann mal neue Träger brauchen. Den Häcksler haben wir schon. Ja, den Häcksler, der ist ja schon. Der ist schon eingeweiht. Deswegen. Ja, der stinkt schon. Jürgens saß drinne. Der ist auseinandergefallen, tatsächlich, im Feld. Ganz doof. Irgendein Trottel hat den falsch bedient. Dann ist er kaputt gegangen. Ah, okay.
Da ist das rechte Vorderrad einfach abgefallen. Also hat der Schalter und dann mussten wir alle gemeinsam den zum Händler schieben und dann nur den verkaufen. Oh! Lass knacken, Mopsi, lass knacken. Ja, ich werde gerade voll hinten reingefahren. Ja, schöne Hupe hast du. Ja. Nicht. Doch. Nein. So, aber Leo, komm, das wollen jetzt alle wissen. Wie war dein Urlaub? Großartig. Ja? Hast du dich schön erholt? Ja. Hast du uns vermisst? Nein. Ja. Was? Bisschen schon. Ja, ja. Aber ich habe keine Karte bekommen. Was war da los? Ich habe eine Karte geschickt. An wen? Ohne Luftpost auf Kleber dauert also 5 Wochen, bis sie ankommt. Nein, das war in der per Flaschenpost. Wurzelschuppe. Heißt E-Postcard. Ach du Schande, Leo. War drin, ne? Was, das Bild aus dem Katalog? Wir sind hier nicht mehr im 19. Jahrhundert. Achso, okay. So, das geht alles digital. Aber Dirk, ich muss mal sagen, du hast recht gehabt neulich. Mit meinen Pedalen. Wollt doch. Also zum Arm hoch und runter machen geht's noch. Was, du machst den Arm hoch und runter mit deinen Pedalen? Ja. Und Gas geben und bremsen tue ich mit meinem Joystick. Ja, kann man machen, ne? Ja, warum nicht? Aber warum? Ja, weil die wenn die Achse wegkommen. Nicht mehr nullt, machst du denn dann? Wenn sie immer 5, 6, 7% negativ steht. Warum macht Bremse ihr das? Permanent oder das Gaspedal permanent als aktiviert dasteht. Hast du keine Chance, kannst du nicht nullen. Kannst du nicht so kalibrieren, dass dann die aktuelle Einstellung null ist. Ist er nicht ein defektes Gerät, oder wie? Richtig. Yep. Weil der Poti nicht mehr neu stellt. Ey. Hat eine Lücke hier. Hoch ist ab. Ja komisch. Darf ich einen kleinen Verbesserungsvorschlag machen? Ja, bitte. Ich würde gerne ein Schmetterlingsmehrwerk haben. Kannst du haben. Weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust, für Folgen lang Gas zu nehmen. Das ist absolut richtig. Weil es sieht aber ganz einfach aus, dass das so werden wird. Haben wir eigentlich irgendwas zum Gasballen machen? Ja. Wir haben doch Ultima. Ultima kannst du nehmen. Das ist gut. Wollen wir Gasballen machen? Wir haben eigentlich Gasballen. Okay. Haben wir Gasballen? Wir sollten noch ein paar haben auf alle Fälle, ja. Haben wir. Aber mehr wie Strohballen. Leo. Wo bist du jetzt, Leo? Ich bin bei Feld 13 da oben in der Ecke gerade. Willst du zum Händler fahren? Jo, fahr ich gleich sofort. Du musst das dann aber kaufen, weil wie gesagt... Ja, ist kein Problem. Ist noch im Urlaub, die Maus. Ist noch im... Hat er vergessen, okay. Die badet noch in Kreta. Beste. Wo sind die Mähwerke? Ich hab gehört, Nikolas braucht Silage. Ah, richtig gehört. Und ich brauch noch einen Kartoffelleger. Du Kartoffelleger? Ja. Rüben haben wir gesagt. Oder Rüben. Rüben. Ist mir ja Banane. Du bist beim Hoch gerade da, ne? Ja. Ja, ganz hinten. Welche. Ganz hinten, ach, rechte Seite ist eine Halle. Da müsste eine Horsch Maestro drin stehen. Nur für dich, ne? Meinst du? So. Oh, Moment mal, jetzt muss ich gerade was nachgucken. Oh, ja gut. Sagst du, wenn du da bist, Leo? Ja. Wow. Jagik. Lenkrad geht der Schüler drauf. So, jetzt muss ich noch gucken. Ich glaube, muss ich hier lang fahren. Standbild! Was war? Bei mir nicht. Was machst du denn schon wieder? Gar nichts. Aber er fährt nicht weiter. Habt ihr denn schon wieder mit den Toren hier gemacht, alter Schwede? Was? So. So. No läuft's. Und immer schön Flutlicht anmachen. Das? Okay. Moment, dann nehmen wir den hier. Hast du was gekauft? Ja. Ja, man hat's gemerkt. Wieso? Voll geruckelt. Wieso kaufst du einfach so Sachen? Und Moment, es ruckelt gleich nochmal. Jetzt hat auch geruckelt. Alter, Junge. Beschwert euch doch hier nicht. Alter. Oh, Mopsi. Getroffen. Hab ich getroffen, ja. Ich war in Ansicht. So, was ist... dein Nikolas ist da. Wieso kann ich das nicht abkuppeln?
Geht doch. Benna, steig ein, verkaufen. Aber ja. Verkaufen kann ich selbst, ne? Weiß ich nicht. Ja, oh, Stapel. Auch mit den Pfeiltasten machen. Ne, geht nicht. Ah doch, Pfeiltasten? Ja. Ha. Hä? Wow, jetzt. Alter, seid ihr bald fertig? Hat er nicht gemacht, ne? Doch. Leo, hat er nicht gemacht, ne? Also ich denke, er jetzt verkauft. Oh Mann, Leo, lass mich das machen, bitte. So, nimm das, was hier ist. Hier ist ein MP-Tag für dich. Männer, komm mal hier hin. Ich muss die Motorsäge ausprobieren. Jeder kann sich vielleicht gerne mal die Aufnahme angucken. Er wird sehen, dass nämlich das Mehrwerk ausgewählt war. Das ist schon einmal passiert und genau das gleiche. Ja, mit den Deutz, ich erinnere mich. Ja, genau der gleiche Rex. Okay, dann ist halt der ist halt dann weg. Dann, ich kann mir keinen Traktor aussuchen, aber ich möchte gerne einen Traktor haben. Da steht doch einer. Ach, ich soll den im Mittag nehmen? Ja. Er hat 0 Kilometer, Leo. Nur für dich. Ich hätte gerne einen. Okay. Was hätte er denn jetzt? Wo wollte er denn jetzt? Ich hätte einen Lambo gerne gehabt. Dafür war kein Geld, tut mir leid. Wo ist denn Dirk jetzt? Am Feld. Am Hof. Am Feld. Am Hof. Am Hoffeld? Soll ich vorbeikommen, damit du dein Zeugs findest? Nee, ich hab die schon. Wohin? Auf die 12. Aha. Sehr schön. Da komme ich auch mit dir hin. Hallo. Achso, Werner. Bist du alleine? Bitte was? Kannst du dich noch an den Radlader erinnern, den ich dir geschickt habe, mal? Nee. Den wir mal hier mit draufnehmen wollten. Diesen kleinen, alten. Den Flash Ranger, oder was? Nee. Aber der sieht doch so kacke aus, oder? Der hätte eigentlich perfekt hier raufgepasst. Den haben Patrick und ich mal intensiver getestet. Und ich muss sagen, der gefällt mir echt gut. Ja, aber der war doch so texturmäßig nicht so geil, ne? Texturmäßig war der gut, nur du hast halt das Lenkrad nicht gesehen, ne? Wow. Und die Armaturen. Also war der Blickwinkel war zu hoch eingestellt. Ach so. Aber der funktioniert echt gut. Auch vom Fahrverhalten ist das wie realistisch, sag ich jetzt mal. Da kommt. Dirk. Wo ist denn Dirk jetzt? Wo ist denn Dirk jetzt hin? Auf dem Weg. Kann ich auf dich warten? Okay. Du brauchst nicht warten. Ist der vordere Hänger schon voll? Ich bin schon auf der 12. Deswegen bin ich hinten bei. Nee, tut der auch ein bisschen falsch an. Ja. Pflanzenwachstum ist aus. Natürlich. Okay. Ich glaube, da geht nicht mehr viel rein, Mopsi. Doch, eine Schaufel noch. Noch eine Schaufel? Eine noch. 1000 Liter normal. Da hat er unser Klo umgefahren hier. Hä? Du bist an der 12, wo bist du denn? Ich bin gerade unten. Oh. So. Frontlader hoch. Ja, das ist leicht verwirrend. Dadurch, dass ich das ja nicht mehr über einen Joystick habe. Kann ich? Ich mach mal in den Bunker rein, ne? Schmeiß mal den Bunker. Lalalala. Willst du den GPS-Kurs von mir haben? Selbstverständlich. Dann komme ich eben kurz vorbei. Warum habe ich eigentlich kein Licht mehr an? Ah, Moment. Ich merk's, dass du gerade Licht anmachst. Ja, mach nichts. Wow. Safety first. Das muss so. Ja. Dann schnapp ihn dir. So, sie ich hab ihn schon. Dann haben die Licht gezeigt auf der Gamescom? Nee, Farmcom. Was haben sie gemacht? Licht. Licht, ja, haben sie gezeigt. Und? Sieht gut aus? Richtig gut aus. Alles klar. Richtig geil aus. Es ruckelt gerade dezent bei mir. Ja? Dann fahr mal, bleib mal stehen oder fahr die Seite, oder? Ja. Boah, Alter. Oh, 9 FPS gerade. Das ist nicht so viel, ne? Ne, das ist echt uncool. Ich mal überlege, sonst 60 FPS hier. Ja. Gib dem selber ein bisschen Zeit. Nikolas. Ja. Du machst das in den Mix wieder, oder? Und in den Futtertruck. Aber ja, wieso? Den Mixfeeder kannst du gleich mal eben kurz laufen lassen. Ja, ist da noch was drin? Nee, gar nichts. Der Mixfeeder ist leer? Keine Silage, kein Gras.
Wieso? Nein, da ist aber die Textur voll. Ich dachte, ein Futterbrötchen, der wäre jetzt. Nee, ich meine den Mixfeeder, Moment mal. Ah, doch, Lage 70.000. Doch, ich habe ihn gerade angemacht. Hallo Mopsi. Hi. Na, wie geht? Willst du Schaufel tauschen oder was willst du machen hier? Ich wollte mal kuscheln. Oh mein Gott. Hat er Gesichter heute? Der nächste Leon. Ist dein Patrick eigentlich heute nicht da? Der macht gerade Kundenbearbeitung. So. Arbeiten. Aha. Wenn man das so nennen kann. Er macht es freiwillig und gerne. Also, freiwillig. So. Eine Schaufel mache ich doch. Eine Schaufel mache ich noch rein. Aber nächste Folge möchte ich was anders machen. Nur Schaufeln ist auch langweilig. Na, ich denke mal, dass nächste Folge Patrick wieder da sein wird. Dann schaufel ich mit Patrick weiter. Ja. Können wir mal gucken. Und bis dahin müssen ich und Dirk dies hier fertig haben. Ja? Sie ist sie nicht mehr. Oh, wir rauschen, oder denkst du nicht, Nikolas? Ah, bitte? Du rausch. Ey, du atmest. Mr. Hurricane. Ich bin gerade so hoch konzentriert. Nach einmal höre ich nur noch Nikolas. Ja, irgendwer hat meinen Namen gesagt. Gut, nee, aber wir machen dann morgen weiter, weil wir sind für heute fertig. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, würde uns sehr freuen und wir sehen uns, wenn ihr möchtet, morgen um 12 Uhr zu einer weiteren Folge auf der Enz. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao. Ciao. Tschüss.